Guten Tag, ich bin Tom, das ist Lenny. Willkommen zur dritten Woche unserer Trainingseinheit bei 1850 Training at Home. Lenny und ich machen heute wieder im ersten Video ein bisschen Aufwärmen, im zweiten was zu Sprünge und im dritten eine kleine Überraschung für euch. Fürs erste Video braucht ihr heute einfach nur eine Isomatte oder irgendwie eine Gymnastikmatte. In unserem Fall sind das zwei Matten. Wenn ihr einen Teppich habt, reicht auch der Teppich, aber mehr brauchen wir erstmal nicht. Um anzufangen, wir machen uns ein bisschen warm. Dafür machen wir erstmal ein Lauf-ABC. Dafür kommt der Lenny mal hier an die Seite. Genau, und beim Lauf-ABC fangen wir an mit der Fußgelenksarbeit. Und ihr macht das einfach genauso lange, wie der Lenny das macht. Und danach gehen wir zur nächsten Übung. Fangen gerne an mit der Fußgelenksarbeit. Genau, schön die Arme mitnehmen dabei, damit das alles ein bisschen sportlicher aussieht. Und wirklich ganz, ganz, ganz knapp nur den Fuß abheben. Genau, und einfach, du kannst es gerne, machen wir noch einmal. Noch einmal hin und zurück. Und versuch dabei wirklich, den kompletten Fuß einmal abzusetzen. Genau. Okay, gut. Als nächstes machen wir erstmal ganz entspannte Skippings, die nicht zu hoch sind. Also schön einfach mit dem Knie ein bisschen vom Boden hoch. Das ist schon zu hoch mit dem Knie. Einfach ganz entspannt. Genau, und die Arme wirklich schön die ganze Zeit nehmen. Sehr schön. Und jetzt machen wir das mit den Knien ganz hoch, so hoch es geht. Und ein bisschen schneller noch. Versucht, denke die Arme immer schön seitlich mitnehmen. Sehr gut. Dann machen wir Anfersen. Bedeutet einfach euren Fuß, so hart es geht, in Richtung Hintern werfen. Genau. Wieder die Arme mitnehmen seitlich. Jetzt gehen wir in den Hopserlauf. Das heißt ganz entspannt. Genau, sehr schön. Ganz entspannt Hopserlauf machen. Dabei auch schön die Arme mitnehmen. So, jetzt machen wir das einmal so hoch es geht in den Hopserlauf. Also den Hopserlauf so hoch springen wie geht. Mach's gut. Genau. Wirklich versuch so hoch zu springen, wie du kannst dabei. Sehr gut. Jetzt machen wir das mal so weit wir können. Also den Hopserlauf so weit wie möglich. Genau. Gut. Als nächstes machen wir Prellsprünge. Bei den Prellsprüngen ist es wichtig, wirklich ganz schnell den Fuß zu ändern. Also explosionsartig den anderen Fuß hochzuwerfen, wenn der andere den Boden berührt. Na, stell dich erstmal auf ein Bein, Knie hoch. Genau. Und dann, na, knallst du den Fuß auf den Boden und lässt den Fuß aber erstmal stehen dabei noch, den anderen. Bedeutet, guck mir nochmal kurz zu, Knie hoch. Und dabei den Fuß abnehmen. Genau. Und dann springst du dabei noch ab. Das muss wirklich richtig, richtig knallen. Ja. Genau. Stell dich einfach mal neben mich. So bleibt er stehen, ist okay. Fuß hoch. Und wirklich. Genau, perfekt. Genau so ist es richtig.
Sehr schön. Und das machen wir nochmal. Sehr gut. Und du kannst es gerne noch einmal machen. Gehen wir nochmal in breitbeinige Sprünge. Bedeutet, genau, wir stehen breitbeinig. Ungefähr ein bisschen breiter als schulterbreit. Gehen in ungefähr eine Kniebeuge und nehmen die Arme dabei ganz gut mit und springen schön hoch. Nicht unbedingt sehr weit, aber hoch. Genau, da wirklich die Arme, du kannst sie von hier hinten mit hochschleusen. Dann kommst du nämlich mit viel mehr Schwung nach oben. Genau. Ja, sehr gut. Und das machen wir noch. Zwei Runden ungefähr. Du brauchst gar nicht so schnell, du kannst auch kurz bleiben, sicher stehen. Genau, und dann wieder. Sehr gut. Und jetzt versuchen wir das alle mal, so weit wie möglich zu springen. Nicht so hoch wie möglich, aber so weit wie möglich. Bedeutet, ganz tief in den Hocken. Und dann maximal weit springen. Genau. Sehr gut. Und noch eine. Brauchst du was trinken? Ja. Dann gehen wir schnell. Ihr könnt natürlich auch schnell was trinken, wenn ihr was trinken braucht. Könnt ihr natürlich immer kurz auf Pause drücken, einen Schluck trinken gehen und dann wieder loslegen. So, jetzt sind wir fertig mit dem Lauf-ABC. Jetzt sind die Beine ein bisschen warm. Das heißt, du kannst sie in die Mitte stellen. Gut. Und jetzt fangen wir wieder an mit unserem Kraftzirkel, um einfach auch den Oberkörper und die Muskeln ein bisschen warm zu machen. Und diesmal, nicht wie die letzten beiden Wochen, nehmen wir zu den Liegestützen keinen Ball dazu, sondern wir machen das ohne Ball. Bedeutet, Lenny macht einfach ganz normale Liegestütze. Kannst runtergehen. Genau. Und anfangen. Sehr schön. Versuch den Kopf gerade zu lassen als Verlängerung vom Oberkörper, also nicht runterzugehen. Ja, sehr gut. Du brauchst auch gar nicht so unglaublich breit mit den Armen stehen. Wenn du die ein bisschen enger nimmst, ist es einfacher für dich. Genau. Und wenn ihr nicht mehr könnt, gar kein Problem. Einfach kurz Pause machen und danach wieder loslegen. Ihr könnt das oder sollt das gerne 20 Stück machen. Wenn 20 Stück euch zu viel sind, könnt ihr auch gerne 15 oder 10 machen, je nach Können. Und wenn 20 euch zu wenig ist, könnt ihr auch gerne 25 bis 30 machen. Und wenn das auch zu schwer ist, kann der Lenny auch einmal vormachen. Lenny, knie dich einmal hin und mach eine Liegestütze im Knie. Genau. Und dabei aber die Hände, die Finger zeigen nach vorne, nicht nach innen. Genau. Und jetzt schön weiter. Genau. Das ist nochmal, um es euch ein bisschen einfacher zu machen. Kannst gerne nochmal weitermachen. Ich mach nochmal so fünf Stück, auch gerne im Knie, Lenny. Du brauchst jetzt keine richtigen machen. Genau. Versuch aber eine Linie zu bilden im Körper. Also nicht, dass dein Hintern so ein Stückchen rausguckt. Genau, das ist schon besser. Genau. Sehr schön. So. Jetzt stellen wir uns wieder in die Mitte. Genau. Und wir machen unsere Ausfallschritte.
Haben wir auch letzte Woche schon gemacht. Kennst du jetzt noch nicht, aber ist gar kein Problem. Bedeutet, der rechte Fuß bleibt erstmal gerade stehen. Den setzen wir nicht vom Boden ab. Und wir machen einen Ausfallschrittkreis. Bedeutet, wir fangen vorne an, machen einen Ausfallschritt nach vorne. Kannst du gerne mitmachen. Genau. Und gehen wieder nach oben. Jetzt gehen wir diagonal nach vorne. Genau. Und wieder nach oben. Zur Seite. Und nach oben. Nach hinten diagonal. Nach oben. Und komplett nach hinten. Genau. Dabei könnt ihr schön ausbalancieren mit den Armen. Und wieder hoch. Gut. Jetzt, weil es schwer ist, mit dem linken Bein auf die Seite zu kommen, wechseln wir das Bein. Bedeutet, linker Fuß steht fest und wir fangen hinten an. Heißt, Ausfallschritt nach hinten. Genau. Und hoch. Diagonal nach hinten. Sehr gut. Und zur Seite. Sehr schön. Diagonal nach vorne. Und komplett nach vorne. Sehr gut. Und das gleiche machst du jetzt noch einmal. Also wieder mit dem rechten Fuß stehend anfangen. Genau. Sehr schön. Vergiss das Atmen nicht. Brauchst nicht aus der Nase atmen, kannst auch aus dem Mund atmen. Ist einfacher. Genau, sehr gut. Sehr gut. Als nächstes machen wir wieder die Wurmrollen. Weißt du, was es ist? Ja. Gut, dann leg dich erstmal auf den Rücken. Am besten aber einmal so liegen, aber in die andere Richtung. Genau, sehr gut. Leg dich ruhig hin. Und jetzt nimmst du die Arme nach oben, hebst die vom Boden ab, genauso wie die Beine, und drehst dich einmal um 180 Grad und versuchst, dass die Arme und die Beine nicht den Boden berühren. Um 360 Grad, nicht um 180 Grad. Genau, und jetzt einfach versuchen zu drehen. Wenn die Beine und der Arme den Boden mal kurz berühren, ist es gar nicht schlimm. Aber, genau, versuchen, perfekt, sehr gut. Und jetzt ein Klappmesser. Heißt, mit den Händen und den Füßen zusammen. Genau, sehr schön, sehr gut. Und wieder flach hinlegen und das gleiche in die andere Richtung. Sehr gut. Und wieder ein Klappmesser. Wenn euch das mit dem Klappmesser zu anstrengend ist, könnt ihr das gerne weglassen und erstmal nur die Wurmrollen machen. Der Lenny macht das aber sehr gut. Sehr schön. Und wir machen aber noch ein paar Wurmrollen mehr. Die Klappmesser lassen wir jetzt erstmal weg. Genau. Sehr gut. Und wieder in die andere Richtung. Und das machen wir noch einmal. Sehr schön. Sehr gut. Dann kannst du kurz aufstehen. So, als nächstes machen wir Kerzen. Kerzen kannst du? Ja. Weißt du auch, was es ist? Sehr gut. Genau, wir legen uns wieder hin. Arme seitlich. So, genau. Handfläche nach unten und wir gehen genau in die Kerze. Sehr gut. Und das machen wir 10 Mal. Sehr gut. Da auch wieder, wem das zu anstrengend ist, der kann gerne die Füße anwinkeln und Dips machen. Also aus der Position jetzt ganz leicht nach oben bewegen, ohne komplett den Rücken abzuheben. Aber du machst das gut. Kannst dich wieder flach legen und wieder hoch. Genau.
ich mach das nochmal. Er kann aber als Unterstützung die Hände von flach in den Rücken nehmen, wenn man oben ist. Bedeutet, geh hoch in die Kerze. Und jetzt kannst du deinen Rücken stabilisieren. Genau. Genau, ich zeige es auch nochmal so. Also hinlegen, in die Kerze gehen und stabilisieren. Aber alles gut. Sehr schön. Als nächstes gerne nochmal hinsetzen. Wir machen jetzt nochmal den Schwebesitz. Schwebesitz, gar kein Problem. Du sitzt, Füße hoch und du sitzt nur auf deinem Popo. Genau, Füße ganz bisschen, also Beine ganz bisschen anwinkeln. Genau, und hoch. Genau. Und da wir jetzt keinen Ball haben, berühren wir einfach mal die Hände zwischen den Beinen und hinterm Rücken. Genau. Und das machen wir insgesamt 10 Mal. 10 Mal ganz langsam zwischen den Beinen berühren und hinterm Rücken. Genau. Versuch dabei aber nicht so in den Buckel zu kommen, sondern versuch wirklich deinen Rücken ein bisschen gerade zu lassen und auch den Kopf gerade zu halten. Genau. Kopf gerade. Okay, dann sind wir damit auch schon so gut wie fertig mit dem Kraftzirkel. So, jetzt brauchst du deine Matten und ihr eure Isomatten. Bedeutet, für euch kurz auf Pause drücken oder ihr habt sie schon neben euch liegen und die Isomatte oder eure Matte. Genau. Ihr, wir turnen nämlich jetzt ein kleines bisschen, bedeutet, ihr braucht eine kleine Bahn, um zu turnen. Sehr gut. Und der Lenny stellt sich wieder zu mir an die Seite, vor die Mattenbahn. Genau. Ihr könnt gerne eure Schuhe ausziehen, ist aber gar kein Problem. Braucht ihr nicht, ihr könnt die Schuhe auch gerne anlassen. Bedeutet, wenn ihr überhaupt Schuhe habt oder anhabt zu Hause, weiß ich ja nicht. Wir fangen ganz einfach an mit einer Rolle vorwärts. Genau. Aufstehen und dann machst du auf der zweiten Matte noch eine. Heißt, wenn du fertig bist, bleibst du auf der anderen Seite stehen. Genau. Wichtig, hast du gut gemacht. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag ist, wenn du die Rolle machst, versuch die Füße aneinander zu halten und nicht, dass die Füße so auseinander rumwackeln. Also gerne nochmal machen, zurück, die Rolle vorwärts und die Füße zusammenhalten. Das war schon besser, genau. Ja, sehr gut. So, dabei auch wieder wichtig, achtet auf euren Hals und euren Nacken. Das heißt, erst die Rolle machen, wenn euer Kinn auf der Brust ist. Gut, wir machen jetzt eine Rolle rückwärts. Oder zwei Rollen rückwärts, genau. Dabei auch wieder wichtig, nehmt die Hände, euren Kopf zwischen die Hände und damit könnt ihr euch dann einen kleinen Stups geben. Pass auf, du bist jetzt gleich am Ende der Matte, genau. Heißt, wenn ihr die Rolle macht, einen kleinen Stups mit den Händen, dann kommt ihr auch rum. Und ihr habt natürlich die Sicherheit, dass ihr nicht unbedingt zur Seite wegkriegt. Das war gut. Genau. Und das machen wir noch. Wenn ihr schwindelig wird, sagst Bescheid. Ne? Du musst es nicht sofort direkt zack, zack, alles hintereinander machen. Irgendwann ist ja auch ein bisschen anstrengend. Sehr gut. So, als nächstes machen wir die Judo-Rolle. Die kennst du? Ich kann die. Kein Problem. Die Judo-Rolle ist, wir rollen uns ein bisschen seitlich über die Schulter ab. Bedeutet, du stehst und das ist ein bisschen aktiver als die normale Rolle. Bedeutet, du gehst in die Position und springst dabei ein bisschen. Das ist noch keine Flugrolle, aber eine Judo-Rolle. Bedeutet, du kannst auch gerne die Hände ein bisschen mit dazu nehmen, dass du nicht komplett dahin da drauf landest. Heißt, seitlich abrollen. Seitlich auf der Schulter abrollen. Super. So im Prinzip, genau. Nur, dass du dann aber trotzdem noch ein Stückchen weiter, also vorwärts rollst, nicht komplett seitlich, aber halt über die Schulter.
Ja, war schon besser. Stell dich einfach in die Mitte von der Matte und genau. Ja, das war schon besser. Und das machen wir einfach noch ein paar Mal, um das nochmal ein bisschen einzuarbeiten. Ja. Und wirklich auf der Schulter landen und über die Schulter abrollen. Kannst du auch gerne gleich mal versuchen, die andere Seite zu benutzen, also die andere Seite zuerst abzurollen. Nicht das. Ja, genau. Also eine Rolle auf der linken Schulter, eine Rolle auf der rechten Schulter und dann ist gut. Nee. Kein Problem. Alles gut. So. Eine Flugrolle, kannst du das? Halt nichts. Kein Problem. Üben wir nochmal. Ganz kurz. Bedeutet, stellst dich hin, Arm nach oben und springst in die Rolle rein. Da auch wieder ganz wichtig, Kinn auf die Brust nehmen, dass du nicht so landest, sondern schön so und dann musst du dich einfach nur abkugeln. Das bedeutet, du springst in die Rolle ein bisschen rein, dass du ungefähr, nicht mal unbedingt eine ganze Sekunde, aber einen Bruchteil von einer Sekunde keinen Bodenkontakt hast. Ja, genau. Im Prinzip war es das. Jetzt kannst du auch gerne ein Stückchen noch weiter nach vorne springen. Einmal hin und einmal zurück. Versuch wirklich einmal zu springen, ohne dass die Hände auf der Matte sind. Weißt du? Dass du wirklich mal ganz kurz keinen Kontakt zur Matte hast. Aber Hände nach vorne nehmen. Ja, genau. Und wenn du das noch ein kleines Stückchen weiter nach vorne machst, ist die Flugrolle perfekt. Aber im Prinzip ist es genau richtig. Und noch einmal zurück. Sehr gut. Okay. Weil wir schon gar nicht mehr so viel Zeit haben, lassen wir die anderen Turnübungen jetzt erstmal weg. Ihr könnt gerne, wenn ihr mal Freizeit und Lust habt, gerne nochmal einen Handstand versuchen oder ein Rad auf jeder Seite, also einmal nach rechts und einmal nach links gedreht. Aber das üben wir sonst in der nächsten Woche einfach nochmal. Das war jetzt schon das erste Video, unser Aufwärmen. Lenny und ich bereiten jetzt das zweite Video vor und dann sehen wir uns gleich.